Heute zeige ich euch, wie ich diese Eislaterne gemacht habe. Ihr braucht eine größere Schüssel mit Deckel, eine kleinere Schüssel und kaltes Wasser. Dann gebt ihr das kalte Wasser in die größere Schüssel. Achtet darauf, dass es zu voll wird, denn es muss die kleine Schüssel noch hineinpassen und die verdrängt ja immer noch ein bisschen Wasser. Dann verschließt ihr das ganz fest mit dem Deckel. Das ist wichtig, damit es nicht nach oben friert, und stellt eure Schüssel nach draußen in die Kälte. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Dann nehmt ihr die kleine Schüssel wieder raus. Wenn das nicht geht, gebt ihr ein bisschen wärmeres Wasser hinein, dann geht es ganz einfach. Und dann könnt ihr auch durch Umdrehen oder auch nochmal durch kurzes Drübergeben vom wärmeren Wasser die Laterne herauslösen. Passt auf, die ist kalt, die ist schwer, die ist glitschig, aber sie ist dann fertig und sie sieht wunderschön aus und gibt ein ganz herrliches Licht im Schnee ab. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und schaut doch mal wieder auf dem Pamelope-Blog vorbei.